Nach dem Kampf gegen die Käfer seht ihr müde aus. Nein, ich bin nicht müde. Ich bin bereit für mein Training, würde ich sagen. Los geht's. Eure Ausbildung wird in Kürze beginnen. Viele harte Jahre der Aufgaben und Vorbereitungen liegen vor euch. So, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Training. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen. Raus aus dem Bett, Schlafmütze. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Es war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist. Um zu rennen, müsst ihr rechte Maustaste drücken und gedrückt halten, während sich der Held bewegt. Jetzt kommt dieser Tipp. Bei dem komischen Dingens kam das nicht bei dem Wettbewerb, das kam jetzt. Weg. So. Wetten, die ist schneller als ich. Oh nee, doch nicht. Ich bin Erster. Schon wieder zu spät. Ihr kommt wohl nicht aus den Federn, Junge. Nee, nicht wirklich. Ich trainiere zu hart. Den alten Stock braucht ihr nicht mehr. Ab jetzt trainieren wir mit echten Waffen. Gewöhnt euch an das Gewicht des Schwerts. Mal sehen, ob ihr Whisper treffen könnt. Eisenlangschwert. Schön. Also kommt. Mal sehen, was ihr könnt, Bauerntölpel. Aha, Bauerntölpel nennt die mich. Ach, Glückstreffer. Los doch, Jungchen. Ach, Glückstreffer. Kann ich, konnte ich doch blocken auch. Und jetzt passt auf, was ich euch jetzt beibringen werde, könnte euch eines Tages das Leben retten. Ach so. Das Leben eines Helden ist sehr gefährlich. Und ihr müsst lernen, die Angriffe eurer Feinde abzuwehren, wenn ihr lange am Leben bleiben wollt. Das ist gut. Whisper wird versuchen zu treffen, aber ihr könnt Angriffe mit eurem Schwert ablocken. Nicht alle Angriffe können abgeblockt werden, aber ihr solltet mit allem klarkommen, was Whisper sich für euch ausdenkt. Drückt und haltet zum Ablocken mittlere Maustaste gedrückt. Beim Ablocken könnt ihr euch abrollen und so einen feindlichen Angriff ausweichen. Ihre Angriffe dürfen nicht durchkommen, Junge. Oh Gott. Mächtiger Mann. Verstehe, der Gildenmeister ist... Kommt her! Aua. Okay, das ist... Oh, das ist mies! Kommt her! Wie lange denn noch? Bleibt stehen, wenn ich auf euch einschlage. Ihr solltet doch meine Angriffe abblocken. Ja, schon. Aber... Jedes Mal könnt ihr mich nicht stoppen. Ach, ich muss das gedrückt halten. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Nächstes Mal treffe ich euch. Okay, jetzt. Gut. Mal sehen, ob ihr Angriff und Verteidigung miteinander verbinden könnt.
Ah, hallo Donna. Ihr wollt sehen, welche Fortschritte eure Schwester macht, stimmt's? Könnte man sagen. Whisper erzählte, dass ihr sie mit einem Bauerntölpel trainieren lasst. Mace meint, dass der Junge großes Potenzial hat. Genug, um mit Whisper Schritt zu halten? Ha. Sehen wir uns das mal an. Whisper und der Junge arbeiten gerade an ihren Nahkampffertigkeiten. Also, Kinder, sehen wir mal, wer beim Training das meiste gelernt hat. Ach du Schande. Dies ist ein Duell ohne Regeln. Genau wie bei eurer abschließenden Nahkampfprüfung. Macht euch bereit. Au! Mehr habt ihr nicht drauf? Ihr könnt seine Deckung überwinden. Greift wieder an. Los, Mädchen, die Deckung hoch! Wie konnte das denn durchgehen? Los, Mädchen, die Deckung hoch! Ah, ich hab die nicht markiert. Ich hab die nicht anvisiert gehabt. Rum. Okay. Das ist total falsch, Whisper. Du musst mehr trainieren. Wie schade, dass du mich nicht in der Arena kämpfen gesehen hast. Du hättest noch was lernen können. Trainiere weiter, wenn du auch eines Tages da kämpfen möchtest. Hm. Ich hätte ihn besiegt, hättest du uns nicht getrennt. Wir sind auch so schon knapp an Helden. Da müsst ihr beide euch nicht auch noch beim Training auseinandernehmen. Sprecht mit mir, um zum nächsten Trainingsabschnitt zu gelangen. Ich bin beim Bogenschießstand. Oh, noch was zu eurer Nahkampfleistung heute. Ausgezeichnet. Kämpft im Nahkampfexamen so und ihr habt gute Chancen. Sehr gut. Freut mich. Möchtest ihr das Nahkampftraining wiederholen? Nein. Wir treffen uns beim Bogenschießstand zum weiteren Training. Solltet ihr nicht Bogenschießen trainieren? Okay, ich dachte, du willst mit mir reden. Weil ich dich gerade auseinandergenommen habe. Ha, ich erinnere mich noch das erste Mal, wo ich Fable gespielt habe. Ich habe mega abgelost. Ich habe da nämlich verloren gehabt. Da war ich der Versager. Halt! Ich kann eure Nahkampffertigkeit benoten, wenn ich zum Nahkampfring komme. Okay. So. Was? Hebe ich Spieler schon seit fast 2 Stunden? Ihr seid nicht so schnell. Und ist im Tutorial. Ganz toll. Laufen ist was für Idioten. Okay, das kennen wir schon. Ja, das liegt daran, weil ich mir sehr viel Zeit nehme dafür. Und wirklich das Spiel wirklich komplett alles erkunden möchte, was seid es hier so gibt. Seid ihr bereit für das Bogentraining? Na klar. Setzen wir unser Training mit dem Bogen fort. Eibenholz-Langbogen. Versucht zunächst, die 3 feststehenden Ziele zu treffen. Gebt euch Mühe dabei. Je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet ihr an. Okay. Achtet darauf, dass ihr den Kreis nicht verlasst. Drückt E, um den Bogen zu ziehen. Ihr könnt bei euren Schüssen mit der Maus zielen oder ein Ziel fixieren, indem ihr Leertaste drückt. Okay. Drückt und haltet linke Maustaste gedrückt, um den Pfeil zurückzuziehen. Lasst los, um zu schießen. Fixiert jetzt das Ziel. Was? Ich hab da keine... Oh, ich hab da keine Zielhilfe, oder was? Fixiert jetzt das Ziel. Boah. Gut gemacht. Ihr habt alle Ziele getroffen. Leider halten die meisten Feinde nicht still. Daher sollten wir mal sehen, wie gut ihr bei beweglichen Zielen seid. Ihr habt 1 Minute, um so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Das vordere Ziel ist 1 Punkt wert, das mittlere 3 Punkte und das ganz hinten bringt 9 Punkte ein. Und denkt daran, je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet der Schuss an. Größerer Schaden bedeutet mehr Punkte, aber ihr müsst Kraft, Feuerrate und Zielgenauigkeit ausbalancieren. Sehen wir mal, wie gut ihr seid. Oh, es ist fies, dass man da kein Fadenkreuz hat. Drückt rechte Maustaste, um zur direkten Perspektive zu wechseln, während ihr einen Pfeil benutzt. Zoomen könnt ihr mit dem Mausrad oder durch Drücken von akut und scharfem S. Was ist denn akut?
Einfach erneut rechte Maustaste, um wieder zur Normalansicht zu gehen. Drückt und haltet wie zuvor ein paar Sekunden linke Maustaste gedrückt, um den Pfeil zurückzuziehen. Versucht nun Ziele anzuvisieren, indem ihr die Ansicht vergrößert. Ah, so geht das, okay. Gildenmeister, ein mächtiger Mann. Oh, crap. Der Gildenmeister ist hier. Okay. Ach, jetzt habe ich es gecheckt, okay. So. So, habe ich dich getroffen. Oh. Das ist nämlich, ich habe nicht ganz die rechte Maustaste gedrückt gehalten, beziehungsweise gedrückt. So, dann geht es schon ein bisschen besser. Ich glaube, ein Arrow werde ich nicht. Aber immerhin kriege ich ein paar Punkte zustande. So. Nein. Das war gut. So. Trefflich geschossen, Jungchen. Wäre das eure Fertigkeitenprüfung, wäre ich sehr beeindruckt. Finde ich gut. nee. Als nächstes lernen wir die Willenskraft kennen. Ach, das stimmt, sag ich auch noch. Sprecht mit mir, wenn ihr euer Training fortsetzen möchtet. Ich bin auf der Insel bei den Wasserfällen. Stimmt, das gab's ja auch noch. Willenskraft. So. So, da habe ich ihn erwischt. Okay, das Bogenschießen macht mega viel Spaß. Und man hat witzigerweise unendlich Pfeile. Das war erstklassig. So, man muss immer gucken, wo das Ziel halt dann hingeht. Naja, okay. Möchten Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Der Gildenmeister bat mich, alle Bogenschützen zu benoten. Okay. Wenn ja, bin ich... Ja, wenn ja, also hier, okay. Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf üben? Ist das dann schon praktisch die Prüfung dann? Nee, oder? Die Prüfung muss ich dann, glaube ich, zum Schluss eh machen. Jetzt gehen wir erstmal zu die Wasserfälle, machen die Willenskraftprüfung. Bleibt nur noch Willenskraft zu erlernen. Okay. Jetzt lernt ihr etwas über die Willenskraft. Wir beginnen damit, diese Strohattrappen mit Blitzen anzugreifen. Cool. Gut, mal sehen, wie gut ihr das beherrscht. Drückt und haltet Umschalttaste links gedrückt, um eure Willenskraft anzuzeigen. Nee, auf eure Willenskraft zuzugreifen. Verfügbare Kräfte werden unten rechts im Bildschirm angezeigt. Auf diese Weise kann mit Hilfe der linken Maustaste und der rechten Maustaste auf zwei Kräfte zugegriffen werden. Um eure Blitzkraft zu verwenden, drückt und haltet Umschalttaste links gedrückt und halt und dann die linke Maustaste. Genau. Mal sehen, wie viele ihr in einer halben Minute trefft. Greift nur Attrappen an, die mit dem Gesicht zur Mitte der Insel stehen. Trefft ihr sie in den Rücken, bekommt ihr keine Punkte und verschwendet nur kostbares Mana. Der Einsatz eurer Willenskraft verbraucht Mana und es dauert, bis es wieder aufgefüllt ist. Was? Um Ziele zu wechseln, drückt und haltet Leertaste, bewegt die Kamera anschließend zum neuen Ziel. Lasst Leertaste los, um das Ziel zu fixieren. Okay.
Magie sehr gut eingesetzt. Gut gemacht. Fantastisch. Nein, weiter. Sehr gut, Junge. Ihr habt die drei Heldendisziplinen gelernt. Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt zu eurem letzten Test kommen. Oder aber ihr erkundet die Gilde noch etwas mehr. Ich glaube, Whisper geht gerade in den Gildenwald, falls ihr sie begleiten wollt. Möchtet ihr mit der nächsten Stufe eures Trainings fortfahren und erwachsen werden, oder wollt ihr zuerst mit Whisper spielen? Na gut. Ich bin im Kartenraum, wenn ihr bereit seid, weiterzumachen. Okay. So. Dann lassen wir uns mal eben benoten. Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf üben? Ja. Es ist der letzte Tag. Daher zählt dieser Nahkampf gegen Whisper. So, möchtet ihr benotet werden? Ja, bitte. Also dann. Whisper und ihr geht in den Ring. Dieselben Regeln wie zuvor. Ich habe einen besonderen Preis für euch, wenn ihr eine 1 Plus schafft. Okay. Ach, Glückstreffer. Wie konnte das denn durchgehen? Au, mehr habt ihr nicht drauf? Mist, gut, keine... Gut, das reicht jetzt. Keine 1. Perfekt, das gibt eine 1. Ja, weil sie mich getroffen hat. Ich habe ein schönes Schwert für euch, wenn ihr eine 1 Plus schafft. Es ist der letzte Tag. Ja, das will ich machen auf jeden Fall. Da gibt es einen schweren Bogen. Whisper und Eve, ich habe einen... Ich darf mich nicht treffen lassen von ihr. Dann kriege ich eine 1 Plus. Wie konnte das denn durchgehen? Ah, das ist cool. Der kann sogar im Rücken blocken dann. Das ist geil. Wie konnte das denn durchgehen? Ach, Glückstreffer. So, sehr gut. Gut, das reicht jetzt. Das war beeindruckend. Whisper sollte sich schämen. 1 Plus. Für diese Note bekommt ihr von mir eine neue Waffe. Geil. Ein Eisenkatana. Sehr gut. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Los, gehen wir Käfer jagen. Okay, ich folge euch in den Wald. Okay. Es ist der letzte Tag. Kommt wieder, wann immer ihr Training braucht. Okay. Also im Bogenschießen gab es, glaube ich, auch noch eine Belohnung. Möchten Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Ja, bitte. Der Gildenmeister bat mich, alle Bogenschützen zu benoten. Finde ich gut. Wenn ihr eine 1 Plus bekommt, erhaltet ihr einen besonderen Preis. Finde ich gut. Ihr habt eine Minute Zeit ab eurem ersten Schuss. Okay. So. Na toll. Wunderbar. Das funktioniert nicht so gut. Ausgezeichnete Kraft. Toller Schuss. Na toll. Ach, komm. Ah, erwischt. Das gibt keine 1 Plus. Definitiv nicht. Ich frage mich ja, wann ich die 1 Plus kriege. Gut gemacht. Na komm. Guter Schuss. Ausgezeichnet. Ihr habt einen neuen Rekord. Ich habe nie eine bessere Leistung gesehen. Eine 1 Plus. Cool. Der Gildenmeister sagt, einem brillanten Schützen kann ich das geben.
Eisenholzarmbrust. Geil. Das war gut geschossen. Finde ich sehr, sehr gut. So, dann gucken wir ganz kurz. Inventar. Waffen. Nahkampfwaffen. Stock. So, Eisenlangschwert. So, aktueller Wert. So, Eisenkatana. Führen. So, Distanzwaffen. Schaden 80 plus 20. So, führen. Kleidung. Füße. Gucken wir eben. Keine Stärke. Man kann ja übrigens auch komplett nackt spielen dann. Beziehungsweise man bloß nur eine Hose dann an. Keine Hose. Genau, das ist. Oberkörper. Das Standardobergewand der Gilde für diejenigen, die es vorziehen, ihr Gesicht im Schatten zu verbergen. Wir können so ein Jedi hier machen einfach. Tragen. So. Kleidung. Hände, Lehrlingshandschuhe, Kopf. Da gibt es so viele Klamotten ja auch dann. Stilkarten, okay. Gegenstände, Kleidung. Sehr, sehr gut. Okay, das haben wir da unten drauf. Passt. So. Also das Schwert ist... Das Schwert ist halt größer als wir. Das ist schon sehr, sehr geil. Ihr habt das Whisper echt gezeigt. Ja, finde ich gut. Haben wir denn auch noch einen Gildenmeister? Ja, hier haben wir auch noch einen Gildenmeister. Geil. Brauchen Lehrlinge Willenskrafttraining? Ja. Eure Willenskraft testen. Ja, bitte. Ihr habt 30 Sekunden nach dem ersten Wirken eines Blitzes, um so viele Ziele wie möglich zu treffen. Okay, das finde ich gut. Wisst ihr, es gibt einen speziellen Preis für 1-Plus-Schüler. Finde ich gut. Hallo? Okay, es ist gar nicht mehr so schwer. Ihr habt eure Achso. Echt erstaunlich, verdammt! 1+! Geil! Der Gildenmeister befahl, die Gegenstände den besten der Willenskraftprüfungen zu geben. Ein Willenskrafttrank. Sehr gut. Eine Wiederbelebungsfiole. Ich habe noch keinen besseren als euch gesehen. Das möchte ich auch hoffen. Finde ich gut. Geht sehr, sehr einfach auf jeden Fall. So, haben wir das auch gemacht. Das heißt, wir haben alle Prüfungen abgeschlossen. So, wir müssen zu Whisper auf jeden Fall noch mit dem Sidequest. Ich will mich aber erstmal umgucken, ob sich hier irgendwas verändert hat, weil manchmal gibt es zwischen den Dingen, wie mit diesen Prüfungen, auch noch andere Quests, die man machen kann. Das will ich mir einfach mal angucken. Wie gesagt, ich möchte mich ungern durch dieses Spiel einfach dann durchhetzen. Das heißt, ich möchte durchaus alles wirklich mitnehmen und es auch wirklich genießen, das Spiel. Dass man da wirklich alles dann gesehen hat, gemacht hat, beziehungsweise auch ausprobiert hat. Ah, guck mal hier. Oh, diese elenden Vögel. Kann nicht mal jemand helfen, sie loszuwerden? Hm? Ich brauche jemanden, der den bei der Gilde nistenden Spatzen den Garaus macht. Dieses ekelhafte Ungeziefer. Was? Könnt ihr mir aushelfen? Nein. Falls ihr es euch anders überlegt, ich bin hier. Ja, nein. Da muss man hier oben dann die Spatzen nämlich runterschießen einfach dann. Das mache ich auf keinen Fall. Das ist nämlich eine böse Tat, wenn du die kalt machst. Glaube ich zumindest. Ich werde keine Spatzen töten. Definitiv nicht. Wenn ich nicht der Schnellste bin, dann bin ich bei irgendwas der Beste. Ja, beim Angeben vielleicht. Das wäre eine Lösung. Oder eine Möglichkeit. Hallo Mace. Nein, Junge. Beim Gildenmeister sollt ihr euch melden, nicht bei mir. Okay. Ihr könnt jederzeit herausfinden, wo er ist, wenn ihr auf eure Karte seht. Das finde ich sehr gut zu wissen. Finde ich gut. So. Weiter geht's im Programm. Wie gesagt, ich gucke mich ganz kurz um. Dann machen wir das noch mit der Whisper und dann können wir das Tutorial dann beenden. Oder die Vorgeschichte, besser gesagt. Hallo.
Möchtet ihr vielleicht handeln? Ah, jetzt, ja. Ihr seid hier genau richtig. So. Gesucht, zweimal. Kleidung, Waffen, Gegenstände, Nahrung, Tränke. Erforscht den Laden genau, um herauszufinden, welche Art von Gegenständen dort gern erworben wird. Falls ihr dann einen solchen Gegenstand bekommt, könnt ihr dort einen guten Preis dafür erzielen. Aha. Verkaufen 7-mal. Waffen. Ach, das Eisenlangschwert kann ich nicht verkaufen. Kosten 113, oder? Ah, okay, das Eisenlangschwert kann man nicht verkaufen. Genauso wie den Bogen hier, weil es die Standarddingens einfach ist. Oder er kauft ihn praktisch nicht. Kaufen, Kleidung, was gibt's denn schönes? Füße. Dörflerstiefel. 2-mal. Kosten 17 Gold. Oberkörper. Lederbruststück. Dörflerhemd. Kosten 4.121. Ja, es kostet alles ein bisschen was, aber, Kosten. Halleluja. Ich habe 96 Gold. Da fehlt ein bisschen was. Egal. Aber mal hey, den... Hör auf zu nerven, Wicht. Sag mal, wieso ist der so ungeduldig? Achso, das Mace. Nein, das will ich nicht. Da will ich nicht hin. Ich glaube, ansonsten haben wir alles, ne? Ich glaube, hier ist ja auch nichts mehr drin. Das haben wir alles schon eingesammelt. Nein, das haben wir alles schon. So, dann gehen wir mal zur Whisper. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Lalalalalala. Ne, die Spatzen schieße ich nicht runter. Das mache ich definitiv nicht. Das war gut geschossen. Thank you. Finde ich gut. Ist immer wieder schön, wenn meine Talente wertgeschätzt werden. Los, gehen wir Käfer jagen. Ich folge euch in den Wald. Aha. Los zum Käfer jagen oder... Was? Gildenwald. Das Käfernest ist ganz dort oben auf dem... Wartet, habt ihr das gehört? Es kam von da drüben. Ja, da sieht man auch zwei Diebe gerade. Räuber, wenn wir doch nur über diesen Bach kämen. Warum benutzt ihr nicht euren Bogen oder den Blitzzauber, den euch der Gildenmeister beigebracht hat? Ich heile eure Verletzungen. Okay, das Nachladen ist ein bisschen langsamer. Ach nee, ach, da gibt's ja gar keinen Laden. Hä, warum treffe ich den nicht? Hä? Machen wir's halt so. Ich hab den nicht getroffen, warum geschafft. Auch immer. Die haben vielleicht dumm aus der Wäsche geschaut. Wenn das der Gildenmeister erfährt... Hm. Ups. Na gut. Ich kann... Irgendwas kann man hier machen. Hier kann man, glaube ich, angeln oder irgendwas. Irgendwas konnte ich in Fable 1 konnte ich machen bei diesen Stellen, weil das war nämlich da, dass es da irgendwelche Geheimnisse gab. Und die Erfahrungskugeln kriege ich aber nicht. Die sind zu weit weg. So, ist hier sonst noch irgendwas hier hinten? Nee, ne? Hier war sonst so nichts mehr. Nee, ich glaube, hier war nichts mehr. Das war alles. Es gab bloß praktisch die drei Räuber hier dann. So viel zum Thema Käfer jagen. Jagen halt Räuber. Ist auch kein Problem. Warum auch nicht? Ah, ich dachte, Ladebildschirm ist schneller. Ich habe schnell was getrunken. Dann würde ich sagen, gehen wir zum Gildenmeister. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Ja, definitiv. Ich zeig's ihr immer. Ich werde immer besser sein als sie.
Jetzt müsste ich so einen Adrian-Slogan eigentlich machen, wie bei Rocky. Adrian! So whispermäßig einfach. Whisper!